Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum neuen Star Wars-Spiel, was möglich gemacht wurde durch das EA Game Changer-Programm, dass ich euch das hier präsentieren kann. Und wir holen uns erstmal das Scomp-Upgrade für BD-1, sprich die Möglichkeit zu hacken. Ich bin ja relativ früh eingestiegen. Wir befinden uns auf dem Planeten Cepho. Ich denke, die Stelle hier, die kennt ihr auf jeden Fall, denn um an das Upgrade zu kommen, braucht ihr die Push-Fähigkeit. Und die bekommt ihr ja hier auf Cepho im Spielverlauf, und zwar in dem Grab, was hier drin ist. Dort erhaltet ihr den Push. Und sobald ihr den Push habt, habt ihr nämlich die Möglichkeit, natürlich wieder neue Türen zu öffnen. Und hinter einer dieser Türen versteckt sich dann das Scomp-Upgrade, was ihr euch schon sehr früh holen solltet, weil das einfach sehr, sehr praktisch ist. Wie ihr seht das hier, Zone Cepho, verwittertes Monument. Das ist schon mal für euch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf die Map schaut, ich habe sie ja vorher eingeblendet, nur durch diese 3D-Map weiß ich nicht, ob das Ganze zu 100% euch klar ist, wo das Ganze ist. Geradeaus sehen wir schon die Tür. Ich habe die hier schon aufgemacht. Normalerweise habt ihr dort noch eine geschlossene Tür. Wir machen jetzt hier noch den einen Fred weg. Den einen Sturmtruppler, besser gesagt. Er heißt ja nicht Fred, oder wir wissen es nicht genau. Und hier braucht ihr Push. Ne? Hier kommt ihr sonst nicht rein. Ne? Ich habe hier die Tür leider schon aufgemacht. Hab's hier nochmal ganz kurz gezeigt. Einmal Push genutzt. Dann können wir hier diese Tür öffnen. Wie gesagt, Zone, verwittertes Monument. Sollte dann hoffentlich so, sage ich mal, von der Map sehr, sehr gut für euch eingeblendet sein, dass ihr euch hier das Upgrade für BD holen könnt. Ihr seht das, er marschiert hier auch schon ganz, ganz flott nach vorne, weil er weiß, da wartet was Gutes auf ihn. Und dann habt ihr schon früh im Spiel weitere Möglichkeiten, wo immer, ja, ihr Kistentruhen nicht öffnen könnt, weil die erst gehackt werden müssen. Und das könnt ihr dann hier in Zukunft tun mit dem Upgrade zusammen. Du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen. Reparieren wir dich mal. Und, besser? Willst du es versuchen? So, da sehen wir es auch. Scomp-Anschluss freigeschaltet. Und jetzt gibt es sozusagen ja, zum Herausrennen hier nochmal so ein kleines Tutorial. Da wird uns nochmal gezeigt, wenn wir Steuerkreuz nach unten drücken, dann hackt BD für uns und schaltet uns Brücken frei. Oder wie gesagt, halt natürlich eine Menge Truhen, die wir dadurch jetzt neu öffnen können. Ups, da ist nochmal Fred Nummer 2. Erkennen wir an der schicken weißen Rüstung, in der er gekleidet ist. Da kommen noch weitere. Das ist jetzt relativ uninteressant. Ich denke mal, das Wichtigste ist gezeigt, wo es BD-1 Upgrade Scomp gibt. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen, weil wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr es, ja, den Daumen nach oben da lasst. Das ist immer ganz, ganz wichtig für das Ranking auch vom Video. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt vielleicht ein super sonniger Moment. Gerade Star Wars wird jetzt natürlich hier eine ganze Menge Videos von mir erhalten, eine ganze Menge Support erhalten. Sammelobjekte werden vielleicht ein kleines bisschen dauern, denn es ist doch sehr, sehr aufwendig, da alles, ja, für euch fertig zu machen. Aber ich bin mächtig dabei und hoffe dementsprechend, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.